Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynastie. Eine weitere Folge Spaß hier am Morgen. Wir haben es 6.44 Uhr. Wunderbar. Und es geht jetzt endlich mal los hier mit dem Bestellen der Felder. Nachdem in den letzten Folgen... Ey, unser Traktor ist wieder sauber. Warum? Unsere Räder sind wieder sauber. Wieso sind die Traktorräder wieder sauber? Das ist seltsam. Naja, vielleicht war das ein Bug. Vielleicht wurde irgendwo die Internetverbindung deswegen nicht übernommen. Ich habe keine Ahnung. Also in den letzten Folgen hatten wir Internetprobleme offensichtlich. Das Spiel, nicht ich. Das Spiel hatte Internetprobleme. Denn mein Internet ist mit Kabel verbunden und tut immer. Und deswegen, keine Ahnung, hat es da ein bisschen rumgespackt. So, wir holen uns den Flug. Den brauchen wir zum Flügen. Und klick. Ich meinte klick. So, und oben ist er. Und ab aufs Feld damit. So, und da geht sie ab, die wilde Luzi. Wir gehen auf Stufe 2. So, und wo fange ich an? Hier fange ich an. Aber warum kann man den umdrehen? Verstehe ich nicht. Naja, wir werden es wahrscheinlich irgendwann rausfinden. So, R, Maschine senken, T, Tempomat. Zack. Und lenken sollte ich auch. So, wir pflügen mit 15 km/h. Ist ganz in Ordnung, glaube ich. Macht er das richtig? Ja. Sieht gar nicht schlecht aus. So, da haben wir ein Stückchen, haben wir da verpasst. Aber das macht gar nichts. Fliegen wir hier mal groß drumherum. Denn ich will so wenig wie möglich vor- und zurückfahren. Ist wahrscheinlich verständlich. Und ich fahre auch so weit draußen im Gras, dass ich auch wirklich alle Stoppel mitnehme. Denn da drüben habe ich schon welche stehen lassen. Das gefällt mir gar nicht. Und es macht eh nur da, wo das Feld ist. Also hier im Grün pflügt es gar nicht richtig. Oh, und da hat es auch nicht richtig gepflügt. Waren wir zu weit draußen. So. Okay, das hat... So, kein Wert. Ja. Okay, das haben wir. So, dann müssen wir halt hier nochmal drüber. Ich glaube, ich mach mal so, dann sehe ich vielleicht ein bisschen besser. So, und jetzt hier rum. Machen wir mal so. Ja, das müsste, so müsste das gehen. So, dann machen wir mal hier. Das ist ein bisschen schwierig hier mit den Ecken irgendwie. Und hier hat er gar nicht gemacht, warum auch immer. Und hier hat er auch nicht gemacht. Naja, gut, jetzt haben wir den Rand, glaube ich, soweit fertig. Kann ich jetzt hier mehr so
mittig fahren. So, zack. Was bringt es, den Flug zu drehen? Ist es so rum besser, wenn ich so rum fahre? Zieht er da nicht so weg? Doch, der zieht dann immer noch weg. Aber vielleicht komme ich so besser außen ran, wenn ich eine Kurve fahre, eine Linkskurve. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt, dass ich den Flug jetzt gedreht habe. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es sieht mir aus, als würde der so, als hätte der so mehr Fläche, auf der er pflügt. Keine Ahnung. Der Traktor driftet echt die ganze Zeit voll weg. Komisch. Vielleicht ist der Pflug ein bisschen buggy. Das könnte natürlich auch sein, dass der noch ein bisschen laggy, bisschen buggy ist, deswegen nicht so richtig pflügt, wie er das eigentlich soll. Naja. Auf jeden Fall können wir jetzt schöne große Stücke machen. Kann ich hier richtig schön auf dem Gelb fahren. Muss quasi gar nicht in der Spur fahren, gar nicht wirklich überlappen. So, vielleicht mache ich mal so. Vielleicht geht es so besser. Ne, ich habe doch R gedrückt. Offensichtlich hat er mein R nicht angenommen. So, jetzt macht das. Naja, ist ein bisschen umständlich, noch ein bisschen kompliziert, aber es geht, glaube ich, schon deutlich schneller als mit dem noch sehr kleinen Flug. Aber dass der so wegdriftet, irgendwie, der Flug, der zieht uns so in eine Richtung. Echt komisch. Naja, aber auf jeden Fall geht es recht fix. Geerntet 51%. Wir haben doch schon 100% geerntet gehabt. Ach so, deswegen geht es jetzt wieder zurück, weil wir jetzt wieder nicht geerntet haben, sondern jetzt pflügen. Okay, vielleicht geht das nicht, wenn wir zu schnell sind. Vielleicht kriege ich ihn da nicht runtergesetzt. Im Flug. Das kann sein. Wenn wir einfach zu schnell heizen gerade. Aber dass der so wegdriftet, ist schon irgendwie störend. Vielleicht andere Getriebestufe. Ändert auch nichts. Jetzt haben wir CVT, das normale. Und er zieht immer noch nach rechts.
An der Geschwindigkeit ändert sich auch nichts. Zwischen CVT1 und CVT2. Naja, egal. So, gut, dann machen wir hier halt mal locker flockig weiter. Zack und zack. So. Unser Pickup steht da hinten im Wasser. Das ist so geil. Und unsere Sämaschine, mein kleiner Versteckteich. Ja, ja, der Versteckteich. Sowas bräuchte ich bei mir auch. So ein Teich, in dem ich meine Sachen verstecken kann. Alte Sachen, die ich nicht mehr brauche. Einfach in den Teich rein und versenken. Weg, fertig, weg damit. Ja, wäre vielleicht nicht so gut für die Umwelt. So einen alten, gammeligen, rostigen Pickup voll mit Öl und Benzin da in den Teich reinstecken. Wäre sicherlich nicht so prickelnd. Schön. So läuft es. Einmal so rum. Den Rest kann ich dann ja nochmal drüber fahren. Kein Bock, den ständig da hoch und runter zu machen. Seht ihr es? Ich schlag voll ein und er driftet so richtig nach rechts weg. Ich meine, klar, das kann auch wegen dem Flug kommen. Oder was heißt, es kommt auf jeden Fall wegen dem Flug, weil ohne den Flug macht er das ja nicht. Weil einfach der Flug so viel Zug drauf hat, quasi. Oh, da haben wir jetzt was stehen lassen. Naja, egal, ich fahre dann halt nachher nochmal eine Runde für diese Überbleibsel. Wie dieses hier. Das können wir gleich mitnehmen. So. Ja, ich mache, glaube ich, demnächst eine Aufnahmepause. Mir schläft gerade irgendwie das Gesicht ein. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wie mir das Gesicht einschläft. So, hat er das jetzt mit? Ja, hat er. Und dann haben wir mal ein Feld gepflügt. Das ist ja schon mal was. In 13 Minuten vor allem. Also das ging deutlich schneller als früher. Ey, ich hab doch R gedrückt. So. Abkoppeln. Lemming J17. Der Lemming ist das, den wir jetzt hier hinter uns herziehen. Warum auch immer. Wenn der sich also von irgendeiner Brücke stürzt, dann stürzen sich 1000 andere Flüge hinterher. Oder warum Lemming? Naja, ich weiß nicht. Da drüben, da warten schon wieder Rehe und Wildschweine darauf, dass hier irgendwas zu essen abfällt. Schmarotzer. Diese Waldschmarotzer. Mann, Mann, Mann. Immer diese Waldschmarotzer. So, hier noch. Na, halt, halt, halt. R. Und jetzt. So, hier haben wir auch noch ein Stück. Ja, wunderbar. Wie viel Prozent haben wir? Gepflügt 99%.
Dieses Geerntet, das kriegen wir wahrscheinlich nie auf 100%. Oder auf 0. Weil... Weil warum? So. Ach doch, jetzt ist es weg. Okay, gut. Gepflügt 100%. Weil wir ja am Anfang, weil ich dachte, wir haben am Anfang verzockt, weil wir da ein bisschen was platt gefahren haben und so. Das konnten wir dann nicht mehr ernten. Und ja, das hat sich ja jetzt aber erledigt. So, jetzt probiere ich mal eine andere Taktik aus. Und zwar so, zack und zack. Jetzt fahren wir mal so. Hier dem was ist denn das? Dem Stoppel hinterher, dem Stoppelacker. So schön auf dem Stoppelacker. Bis nach hinten raus. So, dann packen wir das Ding wieder hoch. Verscheuchen erstmal die Viecher. Oh, da ist ein Pilz. Und dann gehen wir hier hin. So, und soll ich das Ding... Und jetzt drehe ich das mal um. Und dann lassen wir es runter und wieder T. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Ich weiß nicht, warum man diesen Flug drehen kann. Ich glaube, ich muss noch ganz schön was, ganz schön viel lernen über Landwirtschaft. So, Flug wieder hoch. Flug wieder drehen. Warum auch immer. Flug wieder runter, Tempomat wieder rein und weiter fliegen. Vielleicht kriegt man da dann eine bestimmte Richtung rein oder so. Ich werde etwas hungrig, das macht nichts, da können wir gleich da vorne ein bisschen was essen. Aber es ist halt komisch, dass das Rad dann in der Luft ist. So, ich mache das glaube ich so. Aber ich lasse das Ding. Ne, ich drehe es mal noch, weil ich will nicht, dass das Rad in der Luft ist. So, wir essen eine Zucchini-Suppe. So, das Rad soll auf dem Boden sein. Allein aus optischen Gründen. Hat es jetzt hier. Nein, hat es nicht. So, jetzt hat er es aber. Tempomat muss ich hier eigentlich gar nicht drin haben. Nö. Kann ich auch so schön selber fahren. Hier kann ich jetzt hier Getriebestufe umschalten. Aber bringt wahrscheinlich nicht viel. Vielleicht ist es spritsparender oder so, auf Stufe 1 zu fahren. Keine Ahnung. Auch weniger Kraft oder so, ich habe keine Ahnung. Toll, da haben wir jetzt wieder was übrig gelassen. Hier steht auch noch was. Mann.
Das ist doch ein Graus hier. Also wenn der nicht so zur Seite ziehen würde, dann wäre es schon besser. Das ist schon sehr nervig. Wie es den immer wegzieht. Ich meine, gut, der hat da ordentlich was zu ziehen, also. Aber das ist ja auch dafür ein richtig fetter Traktor. Mit immerhin 145 PS. So. Zack, runter damit. Ist zwar jetzt eigentlich schon wieder Zeit für eine Folgenpause, aber ich glaube, das Feld machen wir noch voll. Einfach, dass wir nicht wieder so viele Folgen mit ein und derselben Arbeit verplempern. Geht ja jetzt auch ein bisschen schneller. Lindner Geotruck. Geotruck, das hört sich für mich so an, als würde der, hätte der GPS. Und würde sich mit GPS selber seinen Weg suchen. Okay, jetzt hat er es genommen. Aber das kann man nirgends einstellen, also keine Ahnung. Wäre cool, wenn man da einmal irgendwie das Feld abfährt und steckt es quasi so ab und lässt ihn dann da einfach laufen und er macht es selber. So, du bist so spritleer ist. Wäre gut. Okay, die Gain-Frequenz wird deutlich höher, stetig. Warum nimmt er das letzte Stück hier immer nicht mit? Schon komisch. Naja, gut. 1, 2, 4, 5 Bahnen noch, dann haben wir es geschafft. Dann fehlt nur noch das Riesenfeld. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann können wir wieder anpflanzen und uns wieder Kohle verdienen. Die anderen Sachen zu kaufen. Hat er wieder stehen lassen. Warum lässt er das Zeug da immer stehen? Komisch. Ich meine, dass es da hinten stehen lässt, ist klar, weil wir da diesen Bogen dann meistens reinfahren. Genauso hier jetzt gerade, bin ich jetzt auch wieder so einen blöden Bogen reingefahren, weil eben da noch was stand. Aber es könnte gut sein, dass der einfach ein bisschen buggy ist. Der Pflug. Weil der ja auch die Maschine so rüberzieht. Mal so. Nein, macht er nicht. Macht er nur von der Seite hier. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Bahn rüberfahren. Dass wir gar nicht bis da außen fahren müssen. So. Vielleicht kann er so besser anfangen. Und er wird auch richtig schön dreckig, der Traktor. Das ist geil. Das gefällt mir so wahnsinnig. Wie die Karre schön dreckig wird. Und wir können den dann nachher waschen und dann ist der wieder picobello sauber.
Oh Mann. So, dann nehmen wir hier auch noch mal die Querseiten ab, die Stirnseiten. Hey, warum hat er da jetzt nicht gemacht? Komisch. Egal, machen wir halt hier mal. Auch komisch, dass das Zeug bis hier rausgewachsen ist. Die Erbse. Weil ich glaube, säen ging eh nur da, wo wir Feld haben. Warum lässt er das hier stehen? So ein Mist hier. Naja, machen wir halt so. Wieder was stehen lassen. Gibt's denn das? Nimm das jetzt mit. Verdammt. Na also, jetzt hat es mitgenommen. So, gleich haben wir es hier geschafft. Meine Freunde. Und dann sind beide Äcker gepflügt, dann noch den großen Pflügen, dann alles noch grubbern. Aber ich glaube, der Grubber ist sogar noch breiter als der Pflug. Der Pflug ist, glaube ich, am schmalsten. Dann der Grubber, der geht ja auch viel schneller. Stimmt, mit dem Grubber konnte man viel schneller fahren. Und dann haben wir das auch wahrscheinlich deutlich schneller fertig bestellt. Aber man merkt schon, die Konzentration geht mir langsam flöten. Mir geht's wie im Spiel, wenn ich nicht, wenn ich übermüdet bin und nicht mehr voll zurechnungsfähig, dann wird meine Arbeit schlampig. Und das heißt, wir müssen hier schnell weiterkommen, dass sie eine Folgenpause machen kann. Bringt mich zwar auch nicht unbedingt weiter, weil ich dann nochmal eine Folge aufnehmen werde. Oder belasse ich es dabei? Ich weiß ja nicht. Muss ich mal schauen. Muss nur noch ein bisschen was hinkriegen, weil mit Sea of Thieves und Kingdom Come Deliverance und Farmers Dynasty bin ich schon ganz schön eingespannt. Also Sea of Thieves, damit ja, habe ich nicht so ganz gerechnet, dass ich das auch noch mit reinnehme. Beziehungsweise ich dachte, wir wären dann vielleicht mit Farmers Dynasty an einem Punkt angekommen, wo man sagt, naja, jetzt muss nicht mehr täglich eine Folge raus. Aber es macht jedes Mal mehr Spaß. Jedes Mal, da kommt ein neues Update und dann macht es wieder mehr Spaß. Ich kann es einfach nicht weglegen, es geht nicht. Und ja, also wie gesagt, mit 3 Let's Plays pro Tag, also 3 Folgen, haue ich ja jetzt momentan gerade am Tag raus. Da komme ich an meine Grenzen. Denn, wie ihr wahrscheinlich wisst, wie ich ja schon ein paar Mal erzählt habe, bin ich voll arbeitstüchtig, arbeitstätig. Ich schaffe meine 40-Stunden-Woche in Früh- und Spätschicht. Wobei Frühschicht heißt, um 4 Uhr klingelt der Wecker
Und Spätschicht heißt, bis um 23.15 Uhr wird gearbeitet. So, zack, haben wir jetzt alles. 100% gepflügt, jawohl. So, und ist das eigentlich hier eine Handbremse? Ne, das ist nur eine Leertasche, keine Handbremse. Ja, jetzt ist der mal richtig schön eingesaut schon. Nicht schlecht. Aber das Ding hier nicht, das ist picobello sauber, der Pflug. Vielleicht ist der wirklich ein bisschen buggy, deswegen nimmt er auch keinen Dreck an. Das könnte sein. Also ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich bin krass eingespannt und ich habe ja nicht nur einen Job, 40-Stunden-Woche, sondern ich habe auch noch eine Familie, eine Frau und einen kleinen Sohn, die auch ein bisschen Zuwendung brauchen und ein bisschen, für die ich ein bisschen da sein sollte. Dann renoviere ich gerade nebenher auch noch immer noch ein bisschen mein Haus hier. Er will ja ein Studio bauen oben. Also ausbauen quasi, nicht die Bühne, sondern einen großen Teil, der noch im Moment quasi noch eine Scheune ist, ausbauen und da mein Aufnahmestudio reinmachen. Dazu gibt es dann noch ein kleines Special-Video oder beziehungsweise ich nehme euch da dann mit, wie ich das dann Stück für Stück aufbaue. Aber ja, das ist noch in weiter Ferne. Wir wollen auch dieses Jahr mal noch Urlaub machen. Und deswegen, ja, es ist alles gerade ein bisschen viel, aber ich kann es einfach nicht lassen. Ich weiß auch nicht. Ich muss abends hinsitzen und zocken, es geht nicht anders, sonst kann ich nicht schlafen. Und ja, so lange wird es halt schön weiterhin Folgen gehen. Und deswegen mache ich jetzt eine Folgenpause. Bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut und schalt auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Farmers Dynastie. Tschüssikowski. Ciao.